willst du nicht etwas haben zu dem, zu der Überlegung reale, konstruierte und mythologisierte DDR-Opposition. Die Erfahrung des vergangenen Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, schrieb Horst Semplun, viele Jahre Mitglied des ZK der Kommunistischen Partei Spaniens, die einschneidende Erfahrung sei das weltweite Scheitern der Idee der kommunistischen Revolution. Das hat in Linksbleiben im Freiburger geschrieben. Wie nun dem ruhmesfroh und wie für die ganze zukünftige Menschheit unternommenen Beginnen der sozialistischen Gesellschaften, das nun ein Jahrhundert Scheitern ist, wie dessen Gang ins Gewöhnliche, ins Verächtliche entgehen. Zuerst doch wohl mit dem Wissen, dass es einmal der große Sieg der Armen in dieser selbststolzen und niederdrückenden bürgerlichen Welt gewesen war. Das wird mit dem Hass auf die politischen Führungsparteien verdeckt, deren Männer und Frauen nicht bei den Herrschenden gesessen hatten, aber gelästert, verfolgt und getötet worden waren. Nun klingt's, als wäre Sozialismus der schmerzensreiche Pfad gewesen und wäre alle Schuld der Welt bei jenen nur zuhauf gebracht. Sie hatten ihre Zeit und sind vergangen, und was sie erreicht, gehört in der Menschheit Schatz der Erinnerung und ein kommendes Geschlecht wird brauchbar und verworfen scheiden. Auch vom engagierten Intellektuellen ist nach dem verschwundenen Morgenrot der vorausgedachten neuen Welt nicht mehr leicht zu sprechen. Doch sie zeichnen die ideelle Linie, die von einem Zeitalter bleibt. Ihr Mut und ihre Niederlagen sind die Merksteine, an denen die Zeitgenossen über ihre Alltäglichkeit hinweg träumen. Wolfgang Heise, unser unvergessener Geisteskamerad, hatte es gesagt: Ich finde, dass in historische Einschätzungen oft eine peinliche Theologie hineinkommt. Die Selbstgewissheit, es ist erreicht, ein residual-theologisches Verhalten zur Geschichte, deren Sinn auf die eigene Gegenwart zusteuere. Es ist eine Prise hegelianisches Weltgeschichtsbewusstsein, als ob der Sozialismus und Kommunismus ein der vergangenen Geschichte immanentes Telos gewesen sei. Also Wolfgang Heise. Das interessante Zukunftsprojekt DDR gerade hätte keine Systemlösung gebraucht, aber experimentelles Denken, dass ich dessen auch bewusst geworden wäre. Der sozialistische Entwurf erhielt hier erste Umrisse und er konnte doch nicht freies Feld gewinnen. Aber er bleibt als Torso, an dem die kommende Generation studieren und sich selbst besser verstehen wird. Das alte geschlossene Lehrgebäude vergeht wie der fertige Kalkül der elitären politischen Führung. Und die anstehende sozialistische Fortbildung der Industriegesellschaft wird sich vielströmig und experimentell öffnen. Um für den Augenblick an letztbewahrten Stolz zu klammern sich, wird gern die Opposition in jenen Staaten und sogar in deren kommunistischen Parteien aufgerufen. Das hat falschen Klang bei denen, die das ganze Projekt schon immer geschmäht hatten und verfolgen ließen. Gescheiten Sinn hat es als der doppelte Katalog, was brauchbar bleibe, wenn anderes vergehen müsse. Die Staaten Sowjetunion, Russland, wie heute China noch, sind autoritäre Staaten. Und das eifernd abfällige Diktaturgerede unterschiebt aufdringlich ein Selbstlob der Kapitalgesellschaft und stellt eine Wand auf gegen den dringenden Systemwechsel zur demokratisch-sozialistischen Industriegesellschaft. Opposition war für die sozialistischen Staaten von deren Gegnern geliebt im Wunsch innerer Kämpfe dort. Tatsächlich war hier kritische Stimmen und Projekte waren die längste Zeit nicht Opposition gewesen, sondern Vorschläge zum Besseren. In der Ostdeutschen Republik kam echte politische Opposition auf mit der Bürgerbewegung der 80er Jahre, dem ursprünglichen deutschen Freiheitszug
Freiheitszug der in diesem Lande geborenen Jugend. In der deutschen Geschichte groß waren diese reformsozialistischen Ideen und Einsätzen Programmentwürfe außer der sichtlich erschöpften parteisozialistischen Dogmatik. Vor allem wurde die leninistische Sozialismuskonzeption der generationenübergreifenden Diktatur der exklusiven politischen Partei aufgegeben, einer Partei, die in sich selbst kein Diskussionsforum duldete. Die Bürgerorganisationen der späten DDR kamen als markanter Neubeginn deutscher Politik, deren Denken und solidarische Kultur des Handels wird aufgenommen und fortgebildet werden von zukünftigen Bewegungen. In der SED, wie in allen kommunistischen Parteien, schloss das Statut Fraktionsbildungen aus und es lohnt nicht, in der Leninschen Partei neuen Typus, wie sie hieß, von innerparteilicher Opposition zu reden. Gruppen marxistischer Politiker, Ökonomen, Juristen hatten selbstverständlich Reformkonzepte für spezielle Themen vorgelegt. Vom großen Kreis der oppositionellen Schriftsteller, bildenden Künstler, Theaterschaffenden gar nicht zu reden. Gescheite und recht bescheidene Reformvorschläge gab es zeitig von der Schirdewan-Gruppe 1953, von Max Fechner, dem Sozialdemokraten in der SED und mehrjährigen Justizminister dann in der DDR, später dann von Ökonomen und Behrens und Benari, abenteuerlich kühn von Wolfgang Harrich nach dem 20. Parteitag der KPdSU. Ganz anders sachlich gab es Opposition, wenn man so sagen will, als Entwicklungsvorschläge, nämlich von Juristen wie Hermann Klenner in den 60er Jahren und wer später in den Kreis der Nachdenkenden und Nachdenken Organisierenden gehörte, wie eben auch Robert Habermann, Rudolf Barrow, Lothar Kühne, Erwin Bohley, Klaus Wolfram. Hier entstanden dann Oppositionsgruppen und Bewegungen mit dem Ziel, den Staat zu liberalisieren und das Sozialismuskonzept damit zu rationalisieren. Aber die Geschichte der DDR ist nicht aus der Geschichte der DDR zu erklären. Es hat in der DDR wohl kurzzeitige oppositionelle Gruppierungen gegeben, aber erst seit den späten 70er Jahren einige provisorisch organisierte politische Oppositionsgruppen. Sie verfolgten demokratische Reformideen fürs Land, nicht dessen Preisgabe an den westdeutschen Staat. Zu diesen zwei Themen möchte ich noch vor einigen historischen Überlegungen einige Gedanken skizzieren. Es gab also auch tatsächlich eine kleine Gruppe von Mitgliedern des SED-Politbüros um Schirdewan, Zeiser, Hermstadt mit Fred Oelsner, wie es hieß, der sich ihnen angeschlossen hatte. Sie suchte 1953 bei einer ersten Protestaktion der Arbeiterschaft Walter Ulbricht als ersten Sekretär des ZK der SED abzulösen. Und zwar habe er die innerparteiliche Diskussion im Führungskreis, also im engsten, behindert und den Aufbau des Sozialismus in der DDR übermäßig forciert, sodass es zu Brüchen gekommen sei zwischen den sozialen Schichten der Gesellschaft und zum Protest auch von Teilen der Arbeiterschaft. Die Arbeitsnormen, damals sehr vom Anspruch westdeutscher Konzerne entfernt, waren erhöht worden. Und die sogenannte bürgerliche Schicht der wirtschaftlich Selbstständigen wurde in ihren staatsbürgerlichen Rechten weiter zurückgesetzt. Die neuen Schritte der Partei entsprachen der Dogmatik von der sozialen Struktur einer sozialistischen Gesellschaft und rückten von den Vereinbarungen der internationalen Front zusammengeschlossenen Parteien deutlich ab. Der Antrag, im inneren Machtzirkel des SED-ZK Walter Ulbricht abzulösen, hatte nicht eine SED-Opposition mit konkretem Konzept gezeigt, nur ein politischer Vorschlag im engeren Führungsbereich war es gewesen, die Prozesse der sich formierenden neuen Gesellschaft nicht zu forcieren. Politisch naiv war allerdings die damals mitgehende Annahme dieser Leute aus dem ZK. Politisch naiv war die Annahme. Die SU werde Walter Ulbricht in einer Krisensituation ihres westlichen Sicherungsringes fallen lassen
und sich auf eine neue, ihr nicht, und sich auf neue, ihr nicht vertraute Führungsleute einlassen. Auch die kritisch denkenden Parteimitglieder besaßen für die in Ansätzen vorliegende Reformkonzepte keine Gruppierung Gleichgesinnter. Zum Schaden der ostdeutschen Entwicklung war der frühe sozialdemokratische Ansatz für die sozialistische Nachkriegsgesellschaft bald nach der Vereinigung von KPD und SPD eliminiert worden. Und in den 50er Jahren ward in der Partei sogar ein Kampf gegen den Sozialdemokratismus aufgerollt. In der Sozialdemokratie war aber noch die Einsicht leitend gewesen, dass die deutsche Großindustrie die NS-Diktatur getragen und militärisch forciert hatte, um sowjetische Rohstoffquellen und agrarische Gebiete im Konkurrenzkampf mit den westeuropäischen Konzernen zu requirieren. Im Ganzen fand sich der geistige und politische Bewegungsraum sozialistischer Konzepte vom berechtigten dramatischen Sicherungserfordernis der Subventionen beschnitten und war darum auch in der deutschen KP vor dem Kriege bereits auf das einförmige sowjetische Muster zurückgesetzt worden, eines Sozialismus, einer sozialistischen Gesellschaft. Früh hatte es Mahnungen gegeben für produktiv offenes marxistisches Denken. Der Germanist Hans Mayer, der mit Stefan Hermlin 1950 vom Rundfunk der amerikanischen Besatzungszone in die DDR gekommen, forderte marxistisch-kritisches Denken für die ostdeutsche sozialistische Gesellschaft an. Eine schöne Sammlung von Briefen aus dem Jahr 2016, die Briefedition lässt es gut erkennen. Ein Schlüsselbrief für das ganze vorgelegte Konvolut bildet der Brief an Minister Becher vom März 1953, der lieber Becher anhebt und dann im Du fortfahren kann. Der in drei deutschen politischen Jahrzeiten erfahrene sozialistische Intellektuelle Mayer brauchte keinen 17. Juni 1953 es zu sehen. Er schrieb nämlich: Lieber Becher, hier ist etwas faul im Staat der DDR. Es geht weder um Becher noch um Mayer, sondern um den augenblicklichen Zustand unseres kulturellen Lebens. Übermisserscheinungen, gewiss, einstweilen aber ist dieser Zustand tief bedrückend. Ich müsste jeden Tag einen scharf polemischen Aufsatz schreiben über die unsägliche Sprachverschluderung, über die völlige Ahnungslosigkeit von Besserwissen, die grundlegende Referate über Kunst, Literatur und Musik von sich geben, über Dilettantenorgien bei der Herausgabe von Literaturwegen, nur von einem Gedanken beseelt, dass sie nicht schief liegen mögen. Heute kehrt uns alle Erinnerung zur Gruppe von Intellektuellen zurück, die ihr eigenes Denken nicht beim Eintritt in die Hybridöffentlichkeit der Parteiversammlung verbargen. Denen erschienen Aufseher im Dunkel des politischen Tageslichts, die verdiente Kombattanten der Frühzeit nun feindselig ausspähten und aus der Kultur hinausdrängen. Das kleine Zeitalter DDR verging ja in dem Augenblick, da es sich zur Reflexion seiner selbst steigern sollte. Rosa Luxemburgs Gefängnismanuskript zur russischen Revolution von 1918 hatte den Heroismus des bolschewistisch-kommunistischen Beginnens erkannt, aber eine deutsche sozialistische Revolution an die politische Organisation einer Mehrheit von organisierten Arbeitern gebunden. Ihre Ablehnung des Bolschewismus ging bereits auf ihre Kritik am Konzept der Parteien zentralistischen Typus zurück. Lenin hatte es erfolgreich für eine Mehrheit von Delegierten des zweiten Parteitags der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands in London 1903 durchgesetzt. Die autoritär geordnete Partei verurteilte in ihrer harschen politischen Praxis wiederholt Konzepte wirklicher oder vermeintlich widersprechender Abweichungen und Oppositionen und schloss deren beschuldigte Vertreter aus, brachte sie später dann in Haft und sehenden Auges blind geworden zu Tode. In der Weimarer Zeit hatte auch die Sozialdemokratie die Berechtigung politischer Flügel bestritten und sie entschieden bekämpft. Die sozialdemokratische Pädagogin Anna Siemsen mahnte 1931: Kennt man in der Sozialdemokratie keine Rechte und Linke,
dann schrumpfen alle Widerstände gegen die offiziell betriebene Politik zusammen zu Quertreibereien einiger unverantwortlicher Individuen und die notwendigen Schritte, die in der Politik zu tun sind, reduzieren sich darauf, dass man sie zum Stillschweigen bringt, ihnen den Mund verbietet, sie einschüchtert und, wenn gar nichts helfen will, sie aus der Partei ausschließt. Also auch in der Sozialdemokratie von Anna Siemsen eine solche richtige Kritik, dass das eigentlich diskussionsferne und diskussionsfeindliche Element nicht nur die kommunistische Partei prägte, sondern ebenso sehr die Sozialdemokratie in der Weimarer Republik. In beiden Arbeiterparteien nämlich bildeten die Verfolgung in kritische Konzepte und Strömungen eine Übung mit Tradition. Bereits 1916 hatte der kaisertreue Kriegskurs der SPD zur Gründung der USPD geführt. 1931 die Kompromisspolitik der SPD gegen der Rüstungspolitik der konservativen Regierung zur linkssozialdemokratischen SAP, die bereits der Ausschuss einer Minderheit in der KPD um Brandt und Thalheimer 29 die gesonderte Organisation der KPO hatte gründen lassen. Also Verfolgungen von sogenannte Opposition sind eine Übung, die in der Arbeiterbewegung nicht nur die SED gehabt hatte. Die internationale Konfrontation der beiden Blöcke nahm dann nach dem Kriege der selbstkritischen sozialistischen Reflexion den öffentlichen Raum. In den 50er Jahren wurde, wie in allen sozialistischen Staaten, auch in der DDR-Partei Disziplin missbraucht, zu agitatorisch aufgeladenen Verfolgungen und Prozessen gegen marxistisch produktiv und auch selbstkritisch denkende Parteimitglieder und Bürger. Neue sozialistische Konzepte wurden nach dem 20. Parteitag der KPdSU im Februar 1956 in der Tschechoslowakei, in Ungarn und Polen entworfen. Auch in der DDR entstanden kritische Vorschläge bei Bloch, bei Wolfgang Harich, in der Leitung des Aufbauverlags. Auch, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, an der Berliner Humboldt-Universität. Sie wurden drastisch verfolgt bis hin zu hohen Gefängnisstrafen. Wieder aufklären bringt das zu Wort eine Schrift von Herbert Krüger, ein Autor, den man nicht vergessen sollte. Das Buch von ihm heißt Verschwiegene Zeiten. Vom geheimen Apparat der KPD ins Gefängnis der Staatssicherheit, Berlin 1990. Herbert Krüger war also ein sehr verdienter Kommunist in der KPD vor dem Krieg und auch in der Nazizeit. Und er hatte sich dann für demokratische Lockerungen in der SED ausgesprochen nach dem 20. Parteitag. Und unglaublicherweise, er der Ehemann einer der bekanntesten Schauspielerinnen an der Volksbühne gewesen ist, hat man diesen Mann dann zu 5 Jahren Haft verurteilt und erst nach 3 Jahren vorzeitig freigelassen. Also es gab da Verfahren und Vorgehensweisen, die, ja, wenn man sagen wollte, denen eigentlich schon im Geschehen der Zusammenbruch des ganzen Systems eingeschrieben war. Seit den 70er Jahren konzentrierten in der jüngeren Generation von Schriftstellern und Künstlern weitergreifende sozialistische Reformkonzepte. Nach langen Vorbereitungen einer oppositionellen Gruppe um Bärbel Bohley gründeten dann am 10. September 1989 30 Oppositionelle aus den 15 DDR-Bezirken die überparteiliche Bewegung, Bürgerbewegung, Neues Forum. Klaus Wolfram hat in der Berliner Zeitung vom 6. April 20 einen gekürzten Abdruck bringen können eines Vortrags in der Berliner Akademie der Künste, der diese Thematik sehr sachkundig behandelt. Inzwischen neigen sich die neuen sozialistischen Reformkonzepte auf den überkommenen christlich-sozialistischen Aufwandern zu,
in ihnen ward erweiterte Führung der Industrie vorgeschlagen, nicht enteignen der Monopolbourgeoisie. Aber es waren früh auch und nach 1945 wieder christliche Reformkonzepte ausgesprochen worden, die bereits einen Gesichtspunkt betonten, der heute erst recht erkannt wird, nämlich der Gesichtspunkt Dienst der Menschheit an der Erde. Es gab auch kritische Köpfe im Bereich der Philosophie in der DDR, zum Beispiel der Leiter eines Bereichs der philosophischen Verbindung der Naturwissenschaften an der Humboldt-Universität, Hermann Ley, ein Mann, der bereits vor 1933 der sozialistischen Bewegung angehört hatte und die dogmatisierte marxistische Lehre wie Handreichung im Soldatenturnister ironisch abschätzend nahm. Aus diesem Bereich brachten Aspiranten, zum Beispiel aus Polen und der Tschechoslowakei, marxistische Schriften, die das bestehende sozialistische System kritisierten und mit Reformentwürfen überschritten. In ihnen fanden sich auch Gedanken des genossenschaftlich-industriellen Eigentums von Marx und Engels, auch Kautskis, wieder aufgenommen. In der bestorganisierten Neue Wege suchen Gruppe um Hans-Peter Krüger, Klaus Wolfram, auch mit etwas Abstand Sebastian Kleinschmidt. In dieser Gruppe war ein täuschender, schmählich täuschender Verräter im Dienste des Sicherheitsministeriums ein Stück Weges mitgegangen, den alle Studierenden des Instituts kannten. Und er hat der Verhaftung der getäuschten Kommilitonen zugearbeitet. Es ließ die sokratische, die brunoische Gedankenfreiheit, deren Gewissensmut auch in der Jugend jener Gegenwart des eben vergangenen Jahrhunderts wieder erscheinen. Die Begründung eines ostdeutschen Teilstaates war nicht das Ziel der sowjetischen Siegermacht und auch nicht der antifaschistischen deutschen Nachkriegsparteien gewesen. Teile der KP-Führung nahmen allerdings gern die Gelegenheit wahr, autoritär über ein eigenes Staatswesen unter dem Schirm der nach dem Kriege zur Weltmacht aufgestiegenen Sowjetunion zu verfügen. Diese vertrat in Erinnerung der sie isolierenden Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges bei den Außenministerkonferenzen der Siegermächte ihr Interesse an einem politisch neutralen Gesamtdeutschland. In ihrer Besatzungszone rief sie eine politische Bewegung aus für Einheit und gerechten Frieden. Als ihre auf einen gesamtdeutschen Staat gerichtete Neutralisierungsoption für den kommenden deutschen Staat gescheitert war, entschloss sie sich zur Gründung des ostdeutschen Teilstaates, wie es die USA, Großbritannien und Frankreich in ihren Besatzungszonen mit einer möglichst schwach gedachten Republik von Bundesländern schon getan hatten. Ein neutrales politisches Feld in Mitteleuropa hätte eine andere europäische Nachkriegsgeschichte bringen können. Man würde die US-Nachkriegspolitik in Deutschland als Stabilisierung eines kapitalistischen Resteuropas verstehen und doch auch immer im Zusammenhang mit dem fanatischen innen- und außenpolitischen Antikommunismus der McCarthy-Ära. Es gab Verfolgungswahn nicht nur bei den Kommunisten. Selbst heute sorgen die öffentlichen Medien der, wie es damals hieß, der freien Welt dafür, dass keine neue gemeinwirtschaftliche Bewegung entstehe und überhaupt, wie in Haupts Höhle von Steen folgt, die Schreckensbilder des vergangenen ostdeutschen gemeinwirtschaftlichen Staates kein Ende nehmen. Bei den westdeutschen herrschenden Schichten gewann der sich ausspreizende Antisozialismus die komische Szenerie, den schweren Schaden des vor dem Krieg versäumten Bündnisses mit der Sowjetunion gleich einem bestraften, unklugen Schüler eifrig durch den gleichen Fehler wieder gut machen zu wollen. Den Auszug der Westalliierten aus dem Berliner Kontrollrat 48, um die Westsektoren der vorbereiteten Gründung eines Weststaates material, wenn schon nicht völkerrechtlich, zuordnen zu können. Dieser Abbruch der Vermächtervereinbarung aktivierte natürlich die sowjetische Planung für einen ostdeutschen Nachkriegsstaat.
Die sowjetische Siegermacht hatte zunächst gar keinen Oststaat angestrebt, der den Bruch der Berlin-Vereinbarung hätte rechtfertigen können. Sie führte nur die von der Siegerkoalition festgelegten Enteignungen der NS-Rüstungsbetriebe aus, von denen die Westmächte sich lossagten. Ich sagte schon, die Geschichte der DDR ist also nicht aus der Geschichte der DDR zu erklären. Mit dem Resultat des Zweiten Weltkriegs internationalisierte sich der Gegensatz zwischen einer fortdauernden kapitalistischen und einer vorübergehend erstarkten sozialistischen Perspektive Europas. Enttäuschend am Geschehen der ersten Nachkriegsjahre war die Bereitschaft der Oberschicht in den deutschen Westzonen, die gesamtdeutsche Nachkriegsperspektive vor jedem Versuch für sie auf Geheiß der Besatzungsmächte preiszugeben. Ihnen bedeutete der Abweg in den Separatstaat die Flucht vor den antimonopolistischen Maßnahmen, die auch noch das Ahlener CDU-Programm von 1947 enthalten hatte. Ein neutraler gesamtdeutscher Nachkriegsstaat wäre keine kommunistische Diktatur geworden. Österreich wurde ein liberaler Sozialstaat. Die KPÖ wirkte mit, wie heute die Linkspartei, im sehr verspäteten Gesamtdeutschland. Der sowjetische markante Teilsieger hätte wohl nach den Kriegsverwüstungen auch ein wirtschaftliches Interesse an erheblichen gesamtdeutschen Reparationsleistungen aussprechen dürfen. Nun will ich zu einem anderen übergehen, und zwar über einige Bemerkungen zu den Ursachen der autoritären Formierung der Gesellschaft in Russland nach der Oktoberrevolution, was Oppositionsbewegungen vom Prinzip in den sozialistischen Parteien und Staaten ausschloss. Das klassische sozialistische Geschehen verkannte die russische Revolution, dass sie tatsächlich eine reine Parteienschaft sein sollte. Und es war klar, dass am Tage nach dem in einem Handstreich eroberten Macht ein bitterheroisches Programm durchgeführt werden wird. Wer da herrschte, würde töten, erst die Feinde im Bürgerkrieg, dann unter den Kulaken-Gegnern, danach die Ursprungsquader der Revolution und schließlich viele der besten Gefolgsleute, die mit dem Aufbauschritt selbstbewusster wurden. Warum? Wegen der psychopathologischen Herrschaft des gewählten Generalsekretärs? Wohl kaum. Sein Charakter war sicher nicht eben gewinnend, aber der Historiker wird eine geschichtliche Tragödie nicht als gelehrte Komödie vortragen wollen. Welche Bedingungen jener hochkritischen ersten Nachkriegsrevolutionssache haben es ermöglicht, vielleicht gar erforderlich erscheinen lassen, einen Funktionär wie Stalin an die Spitze zu führen, dann nach der erreichten Sicherung des ganzen Projekts Prozesse gegen die Revolutionsführer zu beginnen und diese bis zu deren Todesstrafe zu führen. Geboten war auf diesem Wege die nach wie vor erforderliche zentrale Führung. Hier wären unter den intellektuellen Revolutionär Trotzki, dem agitatorisch weit ausladenden kommunistischen Volksmann Sinowjew oder dem mehrjährigen Stalinisten Kirov vielleicht andere Disziplinierungsmethoden, nicht aber keine gesucht worden. Stalin hatte Lenins Plan unterstützt, die Macht zu ergreifen ohne Bündnispartner und gegen die starke, allerdings seiner Bauernschaft orientierte Friedens- und Reformbewegung der Sozialrevolutionäre. Die Orientierung auf die in Russland nicht stark entwickelte Arbeiterbewegung lag zugrunde, dass die marxistische Emanzipationskonzeption der Werktätigen die Bauernschaft nicht mehr wie etwa vor je mit den Phalansteers als führende Kraft ansehen konnte. Stalin war einer der getreuesten Lenins. Nie aber hat er in der Auslandsemigration seinen Horizont erweitert. Eher im Lande hatte er kühn und verfolgt gewirkt. Zweifellos persönlich Fremde waren die wohl die in der ganzen europäischen kommunistischen Bewegung schreibenden Redner. Redenden Heroen,
wie Trotzki, wie Kamenjew, Radev, Radek, Angelika Balabanow, Bucharin. Jetzt, als es im Lande darauf ankam, die hart entschlossene Revolution auf den Ebenen der bitteren Alltagsjahrzehnte immer neu zu wiederholen, jetzt war er der im Lande gebliebene und wie sehr dem Programm dieses in errungener kurzer Frist auf stabilen Stand zu bringen, Landes der Treue, berufen in den Niederungen der Ebenen auszuführen, was von der Höhe der Barrikade im Augenblick des Sieges verkündet worden war. In der marxistischen Diskussion wird sehr viel, und nicht nur bei den Marxisten, auch bei anderen Historikern, sehr viel über die stalinische Diktatur, den Terrorismus und diesen, und dann in den Erklärungsmethoden bis ins psychopathische abführenden Konzepten diskutiert. Die eigentlichen Ursachen für diese Fehler, wenn man historisch denkt, liegen in Lenins Fehleinschätzungen und in Lenins Fehlurteilen als Weichenstellungen. Denn Lenins Partei- und Revolutionskonzept war der in die europäische Katastrophe des Ersten Weltkrieges versetzte revolutionäre Blankismus des frühen 19. Jahrhunderts gewesen. Und nun ging er auf. Blankis Gesellschaft der Jahreszeiten war eine sozialistische Kaderorganisation für die Machteroberung und für die Machtausübung gleich einem militärischen Feldzug ins Innere des Landes. Nachdem die nach Zahlen kleine Elite die Macht erobert hatte, also ganz auf dem niederzuringenden Gegner gerichtet war, also haben Sie ja einen schönen. Nachdem die nach Zahlen kleine Elite die Macht erobert hatte, also ganz auf dem niederzuringenden Gegner gerichtet war, zielte die zweite These des Leninschen Programms nicht nur auf eine zu disziplinierende, sondern auf eine zu schaffende Anhängerschaft. Und das war, das Volk in eine visionäre Lebensführung zu versetzen. Als hätte Lenin erfasst, dass Marx sozialtheoretische Geschichtsauffassung aus dessen Pariser Studium der Protokolle der französischen Revolution, des französischen Revolutionskonvents hervorgegangen war. Über den gelassen berichtenden Determinismus der Gesellschaftsformationen gleich Vorläufigkeiten leuchtet die Vision des großen Ereignisses, die proletarische Weltrevolution. Lenins revolutionärer Prospekt war für Russland und mehrere für den entwickelten Kapitalismus der mittel- und westeuropäischen Gesellschaften illusionär. Es übertrag, dieser revolutionäre Prospekt übertrug Marx' Revolutionsvision in Bezug auf den frühindustriellen Kapitalismus auf den entwickelten des 20. Jahrhunderts. Lenin dachte als russischer Sozialist den Kapitalismus in der Gestalt des 19. Jahrhunderts. Die Veränderung der sozialen Position und Mentalität der Arbeiterklasse am Beginn des 20. Jahrhunderts setzte er zurück mit der nicht mehr sozialhistorischen, sondern moralpolitischen These einer sogenannten bestochenen Arbeiteraristokratie. Ihr beizukommen müsse für das verbliebene echte Proletariat eine quasi militärisch organisierte Kaderpartei geschaffen werden, die dann in einer kommenden Krisen- und Schwächezeit der Kapitalgesellschaft für die proletarische Klasse die Macht ergreife. Also diese sogenannten, wie man jetzt oftmals sagt, mit Stalins System verbundene Fehler haben Wurzeln in dem leninistischen Revolutionskonzept. Es liegt auf der Hand, dass die generelle Perspektive eines irrealen Programms unter den besonderen Bedingungen einer unterentwickelten und unentwickelten Arbeiterbewegung die Wahrscheinlichkeit verschiedener Verwerfungen der politischen Macht in sich trug. Die vollzogene russische Revolution
wenn wir also die Möglichkeit und den Sinn von Opposition denken und deshalb es sie nicht gab und ausgemerzt wurde als Opposition, was eigentlich unter den Führern der Leninschen Partei Diskussionsfora waren. Die vollzogene russische Revolution durchlief drei Phasen. Sie entstand sowohl aus dem elitären, weltrevolutionären Konzept der Leninschen Revolutions- und Parteitheorie, als ebenso aus dem Leidensdruck der plebejischen armen Massen. Ausgeführt wurde sie zum Zweiten von einer straff organisierten Elite. Die Leninsche Partei war neuen Typus, war organisiert wie eine militärische Kampfstaffel. Da sie für Aufstand geschaffen war, konnte sie nicht so lange Diskussionen und gar nicht politische Flügel dulden. Drittens schließlich, an die Macht gelangt, musste die kleine Schar unerbittlich werden mit Gegnern und im Gang der Ausdehnung der Macht auf die Masse der Bevölkerung, auch im eigenen Führungskreis. Brechts fatales Experimentalstück revolutionärer Selbstdisziplin, die Maßnahme, hat das ja durchgespielt. Der Befehl ergeht hier nicht zur Hinrichtung, zur Selbsttötung beim Abweichen von der Parteilinie als Maßnahme. Zum Dritten musste die vom kleinen Bolschewiki-Trupp eroberte Macht mit der plebejischen und bäuerlichen arbeitenden Masse verbunden werden. Es ist der eigentliche, aber dem hellen Blitz der Revolution fernste Teil des ganzen Projekts. Nun wurde die Lehre von der Führung der Massen unerbittlich wie Religion. Das Johannesevangelium hat es dem Erlöser in den Mund gelegt. Wer an mich glaubet, der wird nicht gerichtet werden. Wer aber nicht glaubet, der ist schon. Bei Lenin kehrte das Wissen wieder, dass die von außen zusehende Theorie des Wechsels von Gesellschaftsformationen mit Marx' ursprünglichen blankistischen Revolutionsbegriff verbunden gewesen war. Die Revolution ist der Eingriff des Willens in den Geschehensverlauf. Den akuten Akt der Revolution gibt es nur mit dem Vergeltungsgedanken. Die Elenden dieser Welt sammeln sich für den Sonntag der Heimzahlung. Der Sieg wird streng gegen die unendlich Unterlegenen und am Werktag danach auch unter den Siegern. Es beginnt das visionäre Leben in Erwartung der neuen Welt, in der noch keiner gewesen war. Und alle bis zum Letzten sind sie gutwillig, werden dahin kommen. Die hohe Zeit zwischen vorausgewiesenem ideellen Ziel und Gegenwart ist die sich fortzeugende Krise der Existenz. Jetzt kehrt das ungemein irdisch-gläubig ausgespalte Maltesertum wieder, das Schiller in seinem Fragment als das Opfer im Gehorsam entworfen hatte, das die höchste Freiheit sei. Muss die Revolution nach dem Sieg in ihren Reihen jede andere Auffassung, Diskussion verfolgen? Muss sie nach dem Sieg in ihren Reihen töten? Das visionäre Ziel ist hoch entfernt und die Empirie flach und breit verteilt. Im unendlichen Raum zwischen Erwartungswelt, die immer seelisch gefährdet ist, und der widerständigen Empirie in diesem imaginären und zugleich ungeheuer empirischen Raum sucht die Vision einen festen irdischen Punkt. Es ist die Gestalt Stalins, der sich die gewesene Revolution und die verheißene Vision mythisch vereinigen. Wie Shakespeare in Max deshalb. Wohl ist er blutig, wollütig, geizig, falsch, betrügerisch, jähzornig, hämisch, schmeckt nach jeder Sünde, die Namen hat, im Macbeth sind wir Markt. Aber anders als der nur seine eigene Herrschaft herausmordende literarische Königsmörder ließ Stalin eine sozialistische Glaubenswelt entstehen, in der das ewige Heer der einfachen Menschen seine Armut mit Pflichterfüllung adelt. Stalin hat das unendliche Gespräch über Varianten des Weges verstummen lassen. Der Terror gegen die anderen Revolutionsführer, danach in den Reihen der Gefolgsleute, schließlich unterm Volk, er wird die sich immer erneuernde Revolution. Der vollzogene Eroberungsakt der Macht einer kleinen Elite Verschworener bewahrt dann seine Kraft im Wüten gegen sich selbst, um immer wieder seine eigene elitäre Reinheit zurückzugewinnen. Es war das Reale, das geschaffen wird und am hohen Ziel wird von Sozialismus in einem Lande.
Sowohl das Leninsche Parteimuster als auch der zwangsgeführte Aufbauplan einer sozial gerichteten staatskapitalistischen Gesellschaft hatten nicht der sozialistischen Reform einer Industriegesellschaft zugehört. Ist aber die Barke des staatssozialistischen neuen Lebens zerbrochen, erblüht den Gescheiterten das Schattenbild. Alles hätte anders kommen, wenn wir entschlossen gewesen wären, manchen Parteibeschlüssen entgegenzutreten. Hätten wir vielleicht sogar mitten in der autokratischen Führungspartei eine andersdenkende Gruppe Gleichgesinnter gebildet, eine Fraktion. Der Geist des kommunistischen Parteikonstrukts wies eben das von seinem ganzen antisozialdemokratischen Ursprungsverständnis her ab. Man kann nicht begriffsloser die einmal in der europäischen Geschichte gelungene große Erhebung der Armen dieser Welt, das war der sozialistische Gesellschaftsversuch, man kann nicht gedankenloser kann man dieses heroische und tragische Geschehen verfantasieren, als sei nur irgendwann der falsche Handgriff nicht korrigiert worden. Das ganze Programm der monolithischen sozialistischen Partei gehörte dem Gedanken zu, die kapitalistische Industriegesellschaft sei durch revolutionären Zugriff zu überwinden. Danach beginne der heroische Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. Es ist ein Gedanke handwerklicher Konstruktion, kein Gedanke für die industrielle Gesellschaft. Die politische Partei solcher sozialistischen Bewegung musste autoritär werden, die arbeitenden Massen nicht nur führen, sondern beherrschen. Sie selbst wurde zum Generalstab vor feindlicher Linie, dessen Entscheidungen gleich Kampfbefehlen verkündet. Lenins zentralistisches Konzept einer sozialistischen Partei, das Fraktionen und Oppositionen ohnehin ausschloss, dieses Konzept einer sozialistischen Partei neuen Typus, hatte das alles vorbedacht und die Aussicht des sogenannten Stalinismus nach der Revolution, welche Person auch immer, war diesem leninischen Konzept beigegeben, wie der schlimme Wunsch, der zum Revolutionsfest hinzueilen fehlt. Über diese mitgehenden Schatten hatte sich in der Sowjetunion ein alltagspraktisch nahes Gemeinschaftsbewusstsein gebildet. Es war die unversenkbare Barke der Auserwählten für die Sammlung einer neuen Menschheit. Ich will das im Einzelnen jetzt nicht weiter ausführen, es war dieser merkwürdige Brief, der so hochgeschätzt wird mit einem Male vom Jahresende 22, in dem Lenin die wichtigsten Parteiführer charakterisiert, wie als einem sozusagen historischen Weihnachtsfest. Dem Parteitag hat er empfohlen, einen Weg zu suchen, um Stalin als Generalsekretär der Partei abzulösen, weil er zu grob sei. Dieser Brief wird mir gern auf die gewünschte Stalin-Kritik hingelesen und alles Oppositionelle als Gewese abgetan. Er spricht in einem der realen Dramatik ganz abwendigen familiären Ton von ihm charakteristischen Parteiführern. Die bedenkliche Personalisierung der geschichtlichen Perspektive der vollzogenen Revolution gibt die strukturelle Schwäche des heroischen Projekts zu erkennen. Aber die Position und den Aufwuchs einer unermesslichen Macht, die Stalin als Generalsekretär in sich vereine, die hielt Lenin nicht für bedenklich. Im Gegenteil, er hatte sie geschaffen. Die Wahl Stalins zum Generalsekretär hatte einen entschiedenen Revolutionär getroffen, der einige Besonderheiten in seiner Biografie vereinigt. Er war kein Russe, sondern Georgier, gewann aber die unermessliche Macht über Russland. Er war unter den führenden leninistischen Politikern einer der wenigen, die nicht in ausländischer Emigration gewesen waren und sich einen internationalen Horizont fürs Urteil erworben hätten. Im Inland hatte er während der Revolution von 1905 die lebensgefährlich kühne und politisch hochwichtige Aktion gegen den zaristischen Eisenbahn-Geldtransport geleitet. Vor allem aber war er entschieden für Lenins Plan der Machteroberung vor dem Zusammenbruch des russischen Rätekongresses eingetreten, den einige der Lenin nächsten Revolutionsführer abgelenkt hatten, diesen Zugriff der Macht und so fort. Es gab also genügend Besonderheiten in der Biografie Stalins, die einen entschiedenen Selbstbezug unterstützten und zugleich Ressentiments gegen andere Mitglieder des Kreises schüren konnten.
Trotzki hat das geschildert, dass Stalin frühzeitig einen solchen Engelkreis um sich gebildet habe. In der Geschichte der Sowjetunion stellte Stalin, literarisch gesprochen, eine zaristische Figur dar, die eine traditionelle Mentalität verwob in das reale Geschehen der illusorischen Schöpfung des Sozialismus in einem Land. Der stalinische Terror entfaltete sich auf intellektuellen Bewegungen gesehen aus dem Widerspruch zwischen dem Denkstil der zentralistischen Partei und dem diskursiven Denken, das den entstehenden realen Lebensfeldern entsprach. Es war ein Konflikt zwischen der sich bildenden konkreten Rationalität in der Armee, der Industrie, den lokalen politischen Institutionen und dem autoritären Denken der Partei als nicht aufzukündigender Führungsmacht. Rationale Denkmuster traten mit der willenshaft autoritären Linienführung in Konflikt, die aber angesichts der äußeren Bedrohung nicht diskursiv ausgetragen werden konnten. Doch in der einigen Realtendenz und dem außerordentlichen Erfolg des Industrialisierungsprogramms, in der hohen Bildung und menschlichen Kultur so vieler sowjetischer Bürger, die wir kennenlernten, hob sich das auf wie verzogener Nebelstreif über einer fernen, schönen Insel. Das Problem einer Opposition ist aus diesem Grunde für die damals geltende leninistische Konzeption eigentlich obsolet gewesen von Anfang an. So wird das jetzt natürlich, um den, wenn man so sagen will, auch gegenwärtig doch historisch absurden sogenannten Vereinigungsprozess, also den Anschlussprozess der DDR, mit der Auflösung der Errungenschaften sozialen Gebiet, der Zerstörung der Industrie in den neuen ostdeutschen Bundesländern. Das wird alles verbunden mit einer Auflösung einer Gesellschaft, in der Opposition praktisch wie ein Gewissensverrat aufgefasst worden sei. Die Konzepte zum Sozialismus, die es gegeben hatte, das sind im Wesentlichen drei im 19. und 20. Jahrhundert, die sehen selbstverständlich in den ersten beiden, die ich kurz nur nennen will, Oppositionen vor, im dritten nicht. Das Elementar und der bleibende reelle Entwurf für eine sozialistische Gesellschaft war eigentlich derjenige von Louis Blanc, der von 1811 bis 1882 gelebt hatte. Er sah Staatsinvestitionen in Industrie vor, dafür Aufkäufe von Firmen oder Anteile an ihnen, sodass ein gemischtes, privates, staatliches und genossenschaftliches Eigentum von Industrie und großen Landwirtschaften entsteht. Also diese Mischung aus privatem, staatlichem und genossenschaftlichem Eigentum. Louis Blancs Organisation der Arbeit, so hieß das Schrift von 1839, ist ein heute sehr lesenswertes Werk. Beginnt mit einer Statistik der Löhne bei den verschiedenen Arbeiter- und Gesellenberufen, besonders sogar bei den Frauenberufen, und zeigt dann den Kontrast der unverzichtbaren Lebenshaltungskosten. Die Lebensbedingungen, elenden Lebensaussichten der Kinder verarmter Familien werden eingehend dargestellt, wir kennen das in der Gegenwart alles wieder, ebenso die reale, aber mit dem bourgeoisen Individualismus verbrennte Zerrissenheit der kapitalistischen Gesellschaft im Gegensatz zu hoher Vermögen und großer Armut vieler Familien. Also ist das eine Konzept. Das zweite und ganz andere Übergangsprogramm zu einer sozialistischen Gesellschaft war der Plan für einen bewaffneten Aufstand bei der Verschwörung der Gleichen unter Führung Babeufs und Blanquis. Die Erhebung sollte nach Blanquis Konzept eine kommunistische Gütergemeinschaft einrichten, mit strengem Reglement der Verwaltung und des Schutzes gegen deren Feinde. Grundsatz war die bis zur tendenzieller materieller Gleichheit aller Individuen vorangeführte staatsbürgerliche Gleichheit. In diesem Plan waren bewaffneter Aufstand von Gesellschaft aller Ländereien und Firmen sowie staatliche Verwaltung nicht der Rechtsordnung, sondern ebenso der materiellen Produktion
und der Verteilung der Produkte miteinander verbunden. Es ist das Konzept, das dann auch tatsächlich als marxistisch interpretiert wurde und verwirklicht wurde. Adolf Blanqui hatte 1831 nach der Juli-Revolution das revolutionäre Aufstands- und Diktaturkonzept mit der Geheimorganisation der Gesellschaft der Arbeitszeiten wieder aufgenommen. Es kehrte in Lenins Revolutions- und Diktaturplan mit den entsprechenden Veränderungen des bolschewistischen Flügels einer legalen sozialdemokratischen Parteiorganisation wieder. Seine besondere Schärfe gewann es bei Lenin dadurch, dass es nicht mehr allein gegen eine fremde Klasse gerichtet war, sondern zugleich und sehr entschieden gegen einen Flügel der eigenen sozialistischen Bewegung. Es nahm also ein tief in der kontinentalen Arbeiterbewegung verankertes Emanzipationskonzept wieder auf, nun aber in der geschärften Fassung von Kämpfen innerhalb der revolutionären Bewegung und der zu errichtenden sozialistischen Macht selbst. Man möchte sagen, wie der Geschichte der Sowjetunion habe sich bewährt. Das trifft nur sehr bedingt für die Abwehr der von Anfang an erwarteten neuen kontrarevolutionären Invasion, die dann 1941 von Deutschland aus tatsächlich erfolgte. Im Ganzen jedoch bewährte dieses Konzept Blanqui sich nicht, denn die Sowjetunion existiert nicht mehr. Als das schwerwiegende Folgeproblem des inneren Terrorismus stellt sich heraus, das System war nicht reformierbar. Wenigstens nicht unter den konstanten europäischer politischer Bewegung. Denn in China gelang es sehr wohl, die ursprüngliche leninistische Konzeption als eine Begründungsform der neuen Gesellschaft zu realisieren und durchzuführen. In der Sowjetunion hatte Leonid Trotzki, der dann im Auftrag der sowjetischen Regierung 1940 im mexikanischen Exil ermordet worden war, hatte Trotzki das im Leninschen und seinem eigenen Aufstands- und Diktaturkonzept mitgehende Problem der bürokratischen Erstarrung als Vorzeichen des Absterbens frühzeitig bezeichnet. Die dritte Variante des Weges einer sozialistischen Gesellschaft bilden die sozialdemokratischen Konzepte, wenigstens diejenigen, die noch an dieser Perspektive festhielten und in denen Oppositionen in der politischen Bewegung, auch in der Partei, durchaus denkbar waren. Das marxistisch ursprüngliche Konzept war im Herbst 19 von Kautsky, der noch bis 1938 dann gelegt hatte, zusammengefasst worden in dessen Richtlinien für ein sozialistisches Aktionsprogramm. Voraussetzung bildet die aus Wahlen hervorgegangene sozialdemokratische Regierung. Im dritten Abschnitt ist die Sozialisierung, hieß es. Das Hauptmittel der Sozialisierung, aber nicht das einzige, ist die Verstaatlichung des Eigentums an den Produktionsmitteln und das Grundlegende ist der Grund und Boden. Kautsky wollte damit das Zentrum der deutschen Reaktion treffen, die Klasse der großen Grundbesitzer. Kautskys Konzept kehrte seinerzeit in entwickelteren Überlegungen bei Gruppierungen der KPD wieder, die den Konzepten August Thalheimers und Heinrich Brandwasts für die KPU nachstanden, vor allem aber in der 31 gegründeten Sozialistischen Arbeiterpartei. Die trotzkische Konzeption des nicht-stalinischen Sozialismus ist ein illusionäres Konzept gewesen und hat ebenso sehr Oppositionsbewegungen in der Partei und im Staate nicht eingeschlossen, sondern ausgeschlossen. Nicht wahr? Ich will dann zum Schluss kommen und einen Abschluss wählen mit einem Bezug auf die gegenwärtige Situation zurück. Heute ergeben sich das Erfordernis und die Möglichkeit neuer Formen gesellschaftlicher Organisation der Industrie aus der neuen technologischen Generalisierung, insofern ganz in persönlichen Struktur des Produktionsprozesses. Die angewandte Wissenschaft ist Repräsentant des geistigen Vermögens der Menschheit.
sodass dessen materialer Verwertung unter privaten Eigentumsrechten in den tragenden Industriezweigen antiquiert erscheinen muss. Und in der Tat, die Verquickung wie urzeitlich auf uns gekommener exklusiver Verfügung über die heutige Großindustrie mit der Lebenskraft der gegenwärtigen, astronomisch realistisch gedacht, noch immer jugendlichen Menschheit, es ist ein blamabler Blunder, wie nach dem Märchen des Königs neuen Kleidern. Das aufkommende Problem der Vergesellschaftung des Eigentums an den hochtechnisierten industriellen Produktivkräften ist ein eigenes Problem, das selbstverständlich auch im politischen Bezirk Diskussionen und, wenn man so will, gegen die führende Konzeption dann auch Oppositionen einschlägt. Der blankistische Weg, den auch die DDR beschritten hatte, ist gescheitert. Die Idee des Sozialismus selbstverständlich nicht. Das Sakrament der Gegenwart ist die sozialistische Vergesellschaftung der im falschen Rock exklusiver Eigentümerschaft steckenden Großindustrie. Es kommt darauf an, eine zentrale Linie der Gesellschaftskritik neu zu bestimmen. Sie sollte unter der Vielzahl kritischer Überlegungen und Initiativen als der Konzentrationsprozesspunkt zu erkennen sein. Von diesem aus würden sich die unterschiedlichen Politik- und sozialkritischen Themen und Initiativen verbinden lassen. Wie das hier genannte Modell des gesellschaftlichen Eigentums an Großbanken und Großindustrie praktisch auszugestalten wäre, könnte nur im praktischen Beginn selbst darauf gefunden werden. Semprouns eingangs genanntes Wort, das weltweite Scheitern der Idee, der Praxis kommunistischer Revolution, bildet die entscheidende Entfahrung des 20. Jahrhunderts. Es wird also fragen lassen, was eigentlich genau gesehen gescheitert sei. Es ist wohl nicht die Idee einer nachkapitalistischen, verschieden zu denkenden sozialistischen Gesellschaft, sondern die frühkommunistisch-blankistische Weise des dramatischen ersten Versuchs. Die Folge der ehemals sozialistischen Staaten, immerhin eines praktischen Beginnens mit Sozialismus, hatten im friedlichen Erwartungssinne mit menschlichem Heroismus gelebt. Die Regierung der zusammengebrochenen antikapitalistischen Gesellschaften war nicht Heilige und nicht die Bosse einer Politmafia, da die Tage der blankistischen revolutionären Botschaft doch bereits vergangen waren. Außerdem, die sozialistischen Gesellschaften wurden nach dem Zweiten Weltkrieg trotz vieler unterschiedlicher Bedingungen nach dem Muster der ursprünglichen Gründung 30 Jahre zuvor organisiert. Trotz alledem, eine erneute sozialistische Bewegung wird sich bilden, die Völker vor der Verwilderung und dem Untergang zu retten, wie es in Trotzkis Schrift Terrorismus und Kommunismus heißt. Der zu behebende Schaden, soweit gediehen, setzt beim gegenwärtigen Idol der Individualität als des gesellschaftlichen Lebensziels an. Noch immer nützen große Münzen, große Konzerne, wie der Meister der pathetischen Sprache der revolutionären Erhebung sagte, noch immer münzen sie das Blut und die Tränen der Welt in das Gold ihre Profite um. Die vielberufene Umweltthematik ist in Wahrheit neben der Rationalisierung der Produktion die überständige Not einer Herrschaft der Eigentümergruppen der großen Konzerne. Hier versagt das individualistisch ausgelegte Rechtsprinzip, das mit einer spekulativen Metaphysik der Demokratie verdeckt wird. Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wenn Sie jetzt Fragen aufwerfen möchten, Kritik anmelden, dann stehe ich selbstverständlich.